Dr. Kaiser, welche Präparate werden heute zur Thrombozytenaggregation bei der KHK eingesetzt? Also bei der chronischen koronaren Herzkrankheit gibt es heute drei Präparate, die auch in der Schweiz auf dem Markt sind, die eingesetzt werden. Das ist das altbekannte Aspirin und dann zwei Vertreter der Tenopyridine, das ist das Clopidogrel und das neue, seit letztem Jahr, das Prasugrel. Wie muss jetzt der Hausarzt konkret vorgehen bei der Auswahl der Präparate? Was ist zu beachten? Im Prinzip gibt es Indikationen in der Kardiologie für eine Monotherapie mit einer dieser Substanzen und da ist das Aspirin weiterhin State of the Art. Das ist bei der chronischen koronaren Herzkrankheit zur Sekundärprophylaxe indiziert. Dann gibt es spezielle Situationen, wo es eine duale Plättchenhemmung braucht, das heißt eine Kombination von Aspirin und einem Tenopyridin. Und hier ist vor allem hervorzuheben das akute Koronarsyndrom, wo man eine duale Thrombozytenhemmung über ein Jahr durchführt, nach einem ST-Hemmungsinfarkt oder einem Endstemi. Und nach Stentimplantation, wo man zwischen 4 Wochen bis zu 12 Monaten ebenfalls eine duale Thrombozytenhemmung durchführen muss. Kommen wir zu Prasugrel, das ja neu ist. Wie gehen Sie hier vor? Wie muss der Patient eingestellt werden? Was gilt es hier zu beachten? Prasugrel kommt nicht in der Monotherapie zum Zuge, sondern eben in dieser dualen Thrombozytenhemmung und ersetzt in gewissen Fällen das bis anhin best eingeführte Clopidogrel. Und das ist vor allem bei den Patienten nach akutem Koronarsyndrom der Fall, wo wir gute Daten haben, dass Prasugrel hier dem Clopidogrel überlegen ist. Also diese Patienten mit akutem Koronarsyndrom nach PTC-Anstand versorgen sollten eigentlich für 12 Monate mit Aspirin und Prasugrel behandelt werden, gemäß diesen neuen Ergebnissen. Die Verträglichkeit ist ein wichtiges Thema. Wie steht es hier bei Prasugrel? Die Verträglichkeit von Prasugrel ist nicht schlechter als die von Clopidogrel. Man hat allerdings mit gewissen Nebenwirkungen oder hat gewisse Nebenwirkungen zu bewältigen, die dieses Medikament hat. Es schützt zwar besser vor thromboembolischen Ereignissen wie das Clopidogrel, aber es geht auch mit einer erhöhten Blutungsneigung einher. Also alle die Patienten, die zu einer Blutung neigen oder zum Beispiel solche, die unter einer oralen Antikoagulation sind, sollten eigentlich eher nicht mit diesem Medikament behandelt werden, sondern weiterhin mit Clopidogrel. Wie kann sich jetzt der Hausarzt sonst noch absichern, um solche Nebenwirkungen möglichst zu verhindern? Sprich, welche Kontrollmöglichkeiten hat er? Die Kontrollmöglichkeiten sind im Prinzip dieselben wie unter Aspirin und Clopidogrel. Es ist vor allem eine klinische Kontrolle, die durchgeführt werden muss. Man muss den Patienten darauf aufmerksam machen, dass Blutungen auftreten können und entsprechend muss er sich dann früh beim Hausarzt melden. Die Einstellung auf diese beiden Substanzen, diese duale thrombozytenhemmende Therapie, wird ja in aller Regel vom Zentrum ausgeführt, dort der Patient mit einem akuten Koronarsyndrom hospitalisiert wurde. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Prasugrel? Wir setzen Prasugrel relativ breit ein jetzt, vor allem eben nach akutem Koronarsyndrom, nicht ST-Hemmungsinfarkt, ST-Hemmungsinfarkt. Es hat eigentlich bei uns das Clopidogrel quasi ersetzt. Wir haben bis anhin sehr gute Erfahrungen gemacht, sind noch am Daten auswerten. Was wir aber sicher sagen können, wir haben keinen Exzess an Blutungen, was uns eigentlich zuversichtlich stimmt, dass wir das hier mit einer guten Substanz zu tun haben. Haben Sie noch eine Take-Home-Message für den Hausarzt? Eine Take-Home-Message wäre, was mir vor allem wichtig ist, auf welche Therapie der Patient auch immer ist, sei es Prasugrel oder Clopidogrel, nicht selbstständig absetzen. Das könnte den Patienten der Gefahr einer Stentthrombose aussetzen, sondern immer Rücksprache halten mit dem Zentrum, wenn man etwas an dieser Medikation verändern möchte. Dr. Kaiser, besten Dank für das Gespräch. Bitte schön.